In vielen der 27 EU-Staaten beginnen 16-Jährige nicht nur zu studieren, sondern auch zu arbeiten und Steuern zu zahlen. Sie können sich auch sozial und politisch engagieren. Was die meisten von ihnen jedoch nicht können, ist wählen. Seit über einem Jahrzehnt kämpft das Europäische Jugendforum für die Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Die 28-jährige Vorsitzende meint, dies sei ein Weg, die Demokratie zu stärken. We have the opportunity through professors or teachers to guide them through the electoral process, to teach them how democracy works and actually to encourage them to go to the polls. We also know that when young people start voting at their early ages, they will be more likely to continue voting later on in their lives. Einige unter 18 können dieses Recht bereits bei den Europawahlen ausüben. Denn für diesen Urnengang wurde das Wahlalter in Österreich, Deutschland, Malta und Belgien auf 16 und in Griechenland auf 17 Jahre festgelegt. Nur 6 Abgeordnete jünger als 30 wurden 2019 ins Europaparlament gewählt. Zu ihnen gehörte die spanische Sozialistin Alicia Homs-Guinell, die damals 25 war. Sie befürwortet die Senkung des Wahlalters und sieht junge Menschen als Hüter des EU-Projekts. Somos una generación que hemos nacido y crecido en este proyecto y que quizás tenemos que tener ese sentimiento de responsabilidad de proteger, ¿no? este proyecto como es el de la Unión Europea. Das Bildungsprogramm Erasmus, die Abschaffung der Roaminggebühren und das Zugticket Interrail waren einige der Maßnahmen, die Guinell als besonders wichtig für das tägliche Leben junger Menschen unterstützte. Sie ist der Meinung, dass eine neue Richtlinie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen junger Menschen eine wichtige Priorität darstellt. An die politischen Parteien, die sich im Wahlkampf befinden, haben die Jugendlichen klare Forderungen. They need to talk about quality employment, housing, mental health, how to fight the climate crisis, but also how to give more space in democracy to young people. Und für die jungen Leute, die vielleicht in Erwägung ziehen, bei den nächsten Wahlen zu kandidieren, ist es wichtig zu wissen, dass sie dies nur in 15 Mitgliedstaaten ab 18 Jahren tun können. In Bulgarien, Zypern, der Tschechischen Republik, Estland, Irland, Litauen, Lettland, Polen und der Slowakei müssen sie 21 sein. In Rumänien 23, während die Schwelle in Italien und Griechenland bei 25 Jahren liegt.